In dem Video geht es darum, wie man beim T4 das Motorsteuergerät ausbaut. Das ist der erste Teil von dem Video, wo es darum geht, wenn das Motorsteuergerät da hinten in der Ecke sitzt. Das ist bei den ACUs und AAFs und auch bei einem VR6 habe ich das mal gesehen. Da ist das Motorsteuergerät da hinten an der Seite. Bei vielen anderen, gerade bei den neueren Modellen, sitzt es hier vorne. Und das ist ein anderes Video. Das mache ich dann, wenn mir sowas mal über den Weg läuft. Und ja, jetzt geht es aber darum, wie man das Motorsteuergerät hinten ausbaut. Und was man dafür als erstes tun muss, ist die Batterie auszubauen. Dafür habe ich ein kleines Video oben in die Ecke gemacht, wie man richtig die Batterie abklemmt, in welcher Reihenfolge und so. Ja, und dann muss die Batterie ausgebaut werden und dann gucken wir mal weiter. So, also zuerst muss man die Batterie abklemmen und dafür ist es immer wichtig, dass man zuallererst den negativen Pol abschraubt. Das könnt ihr in dem anderen Video auch sehen, warum das so ist. Also es hängt vor allem damit zusammen, dass wenn der negative Pol abgeschlossen ist, dass man dann mit dem positiven keinen Kurzschluss mehr bauen kann gegen Karosserie. Und da kommt man ja, wenn man hier so mit so einem Werkzeug arbeitet, relativ schnell besteht ja die Möglichkeit, dass man mit seinem Metallwerkzeug von dem Positiven hier auf die Karosserie kommt und dann würde man andernfalls einen Kurzschluss verursachen und das wäre fatal. So, nachdem die Batterieklemmen abgebaut sind, muss hier unten diese Schraube abgemacht werden. Diese Schraube ist in der Regel eine 13er Schraube bzw. Mutter und in meinem Fall kommt man da jetzt hervorragend dran. Wenn man hier einen ABS hat, dann sieht es deutlich schlechter damit aus. Da ist viel Fingerspitzengefühl und Einfädelei gefragt. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man es jetzt, dass es jetzt hier ohne ist, weil dann sieht man mal quasi, wie es sozusagen, wie es darunter eigentlich aussieht. Und dann weiß man zumindest, wo man in etwa hin muss. Ja, das ist hier die Adapterplatte oder die Festhalteplatte für die Batterie. Die steckt quasi hier auf diesem Bolzen drauf und die muss halt runter. Und dann kann man die Batterie schon rausnehmen. In dem Fall habe ich jetzt eine relativ große Batterie. Was ein bisschen anstrengend ist, die hier rauszuholen, aber das mit einer kleinen Batterie geht es besser. Jetzt kann man so langsam kann man das Motorsteuergerät hier hinten schon erkennen, ne? Aber um das vernünftig auszubauen, muss ich jetzt in meinem Fall noch das Steuergerät von der Autogasanlage abbauen, was hier mit einer Schraube festgemacht ist. Das ist je nachdem, ob ihr eine Gasanlage habt und wie die bei euch verbaut ist, natürlich anders. Aber bei mir sieht es dann so aus. So, dann ist hier ein Massepunkt. Der muss auch gelöst werden und dann vor allem merken, wie viele Leitungen hier dran sind. Bei mir sind da drei dran. Je nach Ausstattungsvariante können da durchaus auch mehr Leitungen dran sein oder auch weniger. Wie gesagt, merkt euch das, damit er dann, wenn er das anschraubt, nicht eine Masseleitung vergisst und dann danach immer irgendwas nicht funktioniert. Das passiert dann doch ganz schnell mal. Grundsätzlich muss man diese Masseleitungen nicht abschrauben, weil man auch so dran kommt, aber es ist einfach deutlich komfortabler, wenn das ab ist, das sozusagen alles an diesen Leitungen vorbei zu manövrieren. So, und jetzt ist hier das Motorsteuergerät. Und jetzt ist das Erste, was wichtig ist, ist, dass dieser Schlauch hier, das ist der Unterdruckschlauch, der zu dem Geber geht, also der führt hier unten so lang. Und ja, geht dann irgendwie so hier hinten an den Motor dran. Also da sozusagen, da geht der ran und misst da quasi den Unterdruck, der aus dem Motor rauskommt, was er dann benutzt, um die Steuersignale fürs Motorgerät richtig einzuschalten, wann die richtigen Zündzeitpunkte und so weiter sind. Und ja, der muss ab. Und der sitzt ziemlich oft extrem fest. Und da kann man sich auch schnell mal verletzen, wenn man hier quasi mit Power hier rauszieht, dass man hier an dieser Kante mit der Hand hängen bleibt. Also zieht euch da einen Handschuh an oder irgendwas. Ja, genau. Der muss wie gesagt raus oder ab. Merken, der muss am Ende wieder dran. So, dann gibt es hier so einen Schiebeschuh. Und den, tja, ich hoffe, dass man das sehen kann. Dadurch, dass ich das Motorsteuergerät hier schon relativ häufig ausgebaut hatte, ist der bei mir sehr leichtgängig. Aber das ist ja nicht bei allen Motorsteuergeräten. Also man zieht den hier so davor. So, und nicht wundern, das ist so ausgearbeitet, dass man das auch noch weiterziehen kann als bis dahin, wo der Schlauch mal drauf war.
So sieht der komplett aus, wenn der ausgefahren ist. Also das sind, da sieht man die Tülle. Und dann kann man den Kollegen hier komplett abnehmen. Ne? Und das Einzige, was man jetzt noch machen muss, sind die beiden Kreuzschrauben hier zu lösen. Und dann kann man das Motorsteuergerät schon nach oben rausziehen. Dazu einen, am besten einen PH2 Kreuzschraubenzieher nehmen, also Phillips Head. Steht für Phillips Head mit der Größe 2. Das ist auf jeden Fall der Kopf, der da drin ist. Kein PZ, das ist irgendwie noch ein bisschen älter, das Modell an Schraube, was hier ist. Ja, kann auch sein, dass das bei euch kräftig vergammelt ist, wenn da irgendwie viel Schlotz und Schmutz und Scheiß irgendwie rangekommen ist. Das ist dann natürlich immer ein Problem, wenn die Schrauben total vergammelt sind, die dann abzubekommen, ohne die zu verwichsen. Also, naja. Das ist dann ein Problem, was man lösen muss, wenn man dazu kommt. Ja. Naja, und jetzt zieht man das Motorsteuergerät hier einfach raus. Und das Motorsteuergerät sitzt hier mit diesen Nasen da unten quasi in so einem, auf so einem Halter drauf. Und da muss das dann am Ende auch wieder einfluchten. Ich hoffe mal, dass ich das hier mal einfangen kann. Ja, da sieht man diese beiden Abstandsteile, die da irgendwie an die Karosserie dran geschweißt sind. Und ja, da sitzt dann das Motorsteuergerät drauf und muss dann da am Ende wieder ran. So, und jetzt Einbau in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Das heißt, zuerst kommt das Motorsteuergerät rein. Mit dem Aufkleber sozusagen Richtung Wageninneres zeigend. Kann man, falls man sich da nicht sicher ist, kann man einfach auch noch mal gucken, wo es mehr verschlotzt und sozusagen gammelig ist. Und die Seite ist immer die Seite, wo die Wand ist. Also sieht man ja hier auch. Ne? Das ist hier alles in Mint Condition und das hier ist sozusagen, naja, hat schon gelebt. Kann man sich so ein bisschen an den Löchern, an den Schraublöchern orientieren, damit man halt unten noch trifft. So, und dann sitzt das Ding auch ziemlich perfekt da drin und bewegt sich da auch nicht mehr. Damit sind die beiden Schrauben fest. Dann, wie gesagt, waren ja bei mir drei Masseleitungen, die liegen jetzt hier oben noch. Macht natürlich auf jeden Fall Sinn, vorher die Klemmleiste da drauf zu machen, damit man hier nicht mehr darunter durchbürsteln muss, aber es geht auch so. So, falls der hier mittlerweile wieder sich so reingedrückt hat, einfach so rausziehen und dann halt sachte da drauf stecken. Also der muss da wirklich so ganz locker drauf liegen, nicht irgendwie mit Gewalt. Und dann sozusagen drückt man den rin, in dem Moment, wo man ihn drin drückt, schiebt er sich halt selber nach unten. Das liegt halt an der Mechanik von diesem Teil. Und wie gesagt, alles nicht mit grober Gewalt. Das muss alles ziemlich locker und leicht gehen. So, hier ist die Unterdruckleitung. Die habe ich jetzt mal hier gereinigt, beziehungsweise einen Teil davon noch erneuert. Der Unterdruckschlauch wird dann da drauf gesteckt. Dann das Steuergerät für die Autogasanlage. Und als letztes noch die Batterie rein. Und das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, weil die Kabel halt irgendwie ständig irgendwie im Weg sind. Versucht es euch irgendwie hier einzuklemmen, damit sie nicht im Weg sind, solange wie man die Batterie quasi hier an allem vorbei bewegt. Und bei mir ist noch relativ viel Platz. Wenn man eine große Batterie hat und will die darin machen und hat wenig Platz, dann ist das, naja, da klemmt man schnell mal was ein. Das ist auch was, wo es nicht verkehrt ist, jemanden zu haben, der irgendwie dabei steht und einmal noch die Kabel zur Seite macht. Tja, beim Batterie einbauen hat man jetzt gerade gesehen, genau verkehrt rum. Also Plus ist Richtung Fahrzeugäußeres und Minus Richtung Fahrzeuginneres. So, dann kommt hier wieder diese Klemmplatte drauf. Die schiebt man hier so über diesen Bolzen. Oh, alles nicht so einfach. So, und dann fluchtet die wieder hier mit diesen Nasen oder mit diesen Kerben von der Batterie irgendwie. Muss man mal gucken, dass man da genau so eine richtige Kerbe erwischt. Und dann in dem Fall eine 13er Mutter drauf. So, nach fest kommt locker.
wie wir ja alle wissen. Dann kommt natürlich am Ende die beiden Plus- und Minusleitungen drauf. So, und gleich mal gucken, ob er anspricht. Also läuft wie eine 1, das war's. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn er meinen Kanal abonniert. Vor allem, weil ich an den Einnahmen durch die Werbung nicht partizipiere. Sondern das ist, ich bin nicht YouTube-Partner und damit bekomme ich überhaupt kein Geld von YouTube, auch mit, wenn da Werbung davor geschaltet wird. Also, naja, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich helfen konnte. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare.